Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transportfieber 2 hier auf meinem Kanal Archimon Plays. Ja, ich habe hier schon mal angefangen, wie ihr seht, ein bisschen im Offscreen noch die Gleise zu verlängern in Richtung Dresden-Bischofsplatz, wo mir immer noch keine Lösung eingefallen ist. Zumindest zum heutigen Stand noch nicht. Ich habe aber hier jetzt, wie gesagt, schon mal ein bisschen angefangen, die Ferngleistrasse neben die S-Bahn-Trasse zu ziehen. Und das habe ich auch schon bis hier vorne zu der Station weiter fortgesetzt. Es ist nicht ganz so leicht, das anzulegen, wie ich das gedacht hätte, weil ich hier einen Abstand habe, den ich vom Gleishelper quasi vorgegeben bekomme. Und der auch in echt hier ungefähr vorliegen müsste. Und das ist nicht ganz ein Gleis, was da Abstand ist, und deswegen ist es gar nicht so einfach, das hier sauber entlang zu ziehen. Ohne dass das aussieht, als wäre es, ohne dass es halt komisch aussieht, weil es ist echt, an manchen Stellen ist der Abstand nicht gleich groß. Und das sieht dann halt gleich mal ein bisschen komisch aus, wenn der Bogen nicht ganz so verläuft wie im Original oder im Overlays ungefähr zu erkennen ist. Aber trotz kein Problem. Wir bauen uns hier einfach feuchtfröhlich voran. Und dann schauen wir mal, ob das in etwa so hinkommt, wie das auch gut aussieht. Und ich das auch gerne hätte. So, ein bisschen hier Gelände runter. Ah, will das nicht runtergehen? Doch, jetzt. So, schauen wir mal. So sieht es besser aus, ja. Doch, so passt. So weiter. Schauen wir mal, ob wir mit dieser Trasse auch so schnell vorankommen wie mit der S-Bahn-Trasse. Aber ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern, weil es hier wesentlich mehr zum Anpassen gibt. Da wir uns ja jetzt direkt an die Vorgabe des S-Bahn-Gleises halten müssen. Und das hier immer wieder kleine Bögen zieht. So wie jetzt hier in diesem Fall. Und da hilft halt eins nur der Gleishelper hier als Abstandsmaß. So ist aber ganz schlecht. Hier will er nicht so, wie er soll. Aber gerade kann ich das hier auch nicht lassen. Dann schätzen wir das halt ein bisschen. Jetzt müsste es besser liegen, oder? Ne, auch nicht. Okay, dann muss ich noch mehr schätzen. Das ist zu weit auseinander geschätzt. So kann ich damit nicht leben. Wo macht denn dieses Gleis hier diesen Bogen? Bisschen nah, aber es sollte eigentlich gehen. Mal schauen, was passiert. Ja, das macht es hier ein bisschen zu viel Bogen in dem Bereich. Schauen wir mal, wenn wir das abreißen, ob es dann ein bisschen besser kommt. Nee, ja auch nicht. Immer noch zu viel Bogen. Irgendwie liegt es hier auch näher aneinander, kann das sein? Ich glaube, hier bleibe ich an dem Gleis dran.
Hier sieht es nämlich deutlich enger aus als vorher noch. Fahren wir hier mal an dem entlang. Und dann hier rüber. So müsste das doch gut aussehen, oder? Ja, ich glaube, so lasse ich das. Und hier sieht es auch noch so aus, als würde das noch direkt nebendran fahren. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist es hier schon wieder ein bisschen weiter auseinander. Zumindest sieht es optisch so aus, als wäre es hier. Ja, so ein Tick auseinander. So eine kleine Nuance. Dann nehmen wir doch einfach wieder den Gleishelfer. Ach, falsche Seite. Wahrscheinlich entfernt sich das da einfach wieder ein bisschen von dem Gleis. Das muss ich mir mal offscreen dann anschauen, ob das hier wirklich in dem Bereich so nah beieinander ist und dann wieder sich ein bisschen auseinander dividiert. Oder ob das tatsächlich die ganze Zeit nebeneinander fährt, sauber. So, sind wir auch schon bei der A4. Wieder angekommen. Na, schauen wir mal, ob das direkt sich so verbinden lässt. Nein, das ist über hier. Ein bisschen gerade. Ja, snap überall an. Unglaublich. So, vielleicht jetzt. Ja, finde ich eigentlich, sieht relativ schön aus, der Bogen. So, und jetzt müsste man ja theoretisch... Oh, die geht sogar weg, die Brückenpfeiler. Super. Ich habe schon gedacht, wir hätten jetzt hier Brückenpfeiler-Kollision. Ja, wir sind jetzt hier etwas neben dem Overlay, aber in Wirklichkeit sind die Gleise ja weiter auseinander. Also fahre ich mal so weiter. Der leichte Versatz zum Overlay ist auch jetzt nicht beinbrechend. Vor allen Dingen nicht, dass eben im Original auch diesen Abstand gibt. So, schauen wir mal. Hier macht's gefühlt einen kleinen Knick. So. Und dann wieder geradeaus. Da verschwindet das Gleis hier. Huh? So, und jetzt sehen wir hier so ein... Das macht die Eismacht so ein Schlenker reinwärts ein bisschen. Aber ich glaube, den kann ich nicht wirklich darstellen. Aber vielleicht kann ich da im Offscreen noch ein bisschen an diesem Gleisschlenker da arbeiten. Gucken wir erstmal, dass wir noch weiterkommen mit der Strecke. Nein, das ist zu viel. Da müssen wir noch ein kleines bisschen geradeaus. So. Jetzt schauen wir mal, ob das Ding passt jetzt von der Entfernung. Ja, es ist jetzt ein Tick zu eng. Vielleicht kriege ich das noch ein bisschen besser, wenn ich das hier noch ein paar Meter nach vorne ziehe. Und jetzt anschließe. Ne, das ist zu viel. Da muss ich ein bisschen hier kürzen. Das ist einfach zu viel. Ein bisschen weiter weg.
Nehmen wir das halt auch noch weg hier. Und versuche es jetzt nochmal anzuschließen, ob es jetzt besser ist. Ich glaube, das ist besser so als bei dem anderen. Mal schauen, wenn wir das hier abreißen. Dann korrigieren wir halt die S-Bahn-Gleise hier ein bisschen in dem Bereich. Na komm schon, hör auf anzusnappen. So, schauen wir mal, ob das so sogar besser liegt. Ja, das lassen wir so. Ich glaube, das ist sogar fast besser, als wie es vorher lag. So, dann geht es hier ein bisschen geradeaus. Nicht viel, aber ein bisschen. Oh, was war das? Und dann geht es auch hier wieder in eine Kurve. Gleishelper. Ah, perfekt. Genau den gleichen Bogen. So, jetzt geht's nur noch geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Wie gesagt, wir sind ein bisschen versetzt zum Overlay. Aber das behalte ich so bei, weil die Gleise halt wirklich hier auch ein bisschen versetzt sind. Und wenn ich sie nach Overlay legen würde, würden sie direkt aneinander snappen. Mal kurz auf die Uhr geguckt. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, war ich vorhin besoffen? Achso, nee, da fehlt das Overlay. Okay. Bin schon gewundert. Jetzt müsste es eigentlich passen. Ja, jetzt passt's. Komm. Geradeaus. Perfekt. So, wieder ein kleiner Bogen. Wieder ein neuer Gleishelper. Und dann schauen wir mal, ob das so gleich passt oder ob wir da noch ein bisschen korrigieren müssen. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ich würde sagen, wir korrigieren hier wieder diesen Bogen. Der S-Bahn-Linie ein bisschen. So, perfekt. Okay. Hier haben wir schon wieder einen leichten Bogen drin. Allerdings ist der echt jetzt ein bisschen tricky. Mal schauen, ich glaube, da setzen wir den Gleishelper hier hinten an. Überall drücke ich drauf, nur nicht auf das Richtige. So. Dann fahren wir da geradeaus rüber. Um den Bahnhof entlang. Bis in etwa hier. Achso, jetzt habe ich so alte Gleise ausgesucht, okay. Nein, die will ich nicht.
So, passt doch, oder? Sieht gut aus. Perfekt. Wieder weg mit dem Gleishelfer. Und wieder geradeaus weiter. Ah ja, okay. Da sind wir auch schon am Kartenrand. Aber hier geht's jetzt ganz schön zur Sache. Mal schauen, das ist ja hier relativ gerade. So. Und dann hier auf dieses einzelne Gleis, während dem die anderen zwei hier am Bahnhof entlang fahren. Jetzt will mir halt alles aneinander snappen hier. So. Sogar noch der Abstand zum Hauptgleis ist super. Und wo will der raus? Hier in dem Bereich etwa. So. Ne, noch ein bisschen weiter sogar. Eher hier. Und der andere. Ja, hier sind jetzt ein Haufen Weichen auch noch im Spiel. So. Der kommt von hier und fährt hier rauf. Okay, fehlende Weichen ergänzt sich alles im Offscreen, weil ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das hier in dem Bereich aussieht. Ich habe jetzt kein Bild vom zweiten Monitor an. Ob das hier wirklich so geradeaus durchläuft auf dieses Gleis oder ob das mehr so einen Schlenk macht hier rein und das mehr so abzweigt. Das muss ich mir mal im Offscreen anschauen. Aber damit wären wir am Kartenrand wieder angekommen. So, um euch das zu zeigen. Hier führen diese drei Gleise raus. Diese zwei hier würden theoretisch auch genauso wie jetzt hier nach rechts wegfahren und mit diesen zwei hier zusammentreffen und diese drei Gleise würden eigentlich geradeaus weiterführen, wobei die hier unten durchfahren würden. Ja, die Folge ist jetzt auch schon an ihrem Ende angelangt. Kurz den Autosave noch abgewartet und einmal kurz hier rüber geschwebt zum Dresden-Neustadt Hauptbahnhof. Oh, leider gerade kein Zug anwesend, egal. Ah, ich habe, falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich habe hier an der Seite vom Dresden Hauptbahnhof, also Dresden-Neustadt Hauptbahnhof, jetzt auch die Seite verkleidet. Und auch unten alles zu gemacht. Und damit sind diese zwei Durchfahrtsgleise, die im Original fehlen, jetzt auch sauber verkleidet und sehen aus, als würden sie eigentlich dazugehören, bis auf den farblichen Unterschied und halt das Fehlen dieser Türe, die hier im Original verbaut ist. Aber leider gibt es diese Dammbauwände hier vom Dresden-Neustadt nicht als Asset. So, jetzt aber wirklich, die Folge ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wenn du möchtest, kannst du gerne ein Abo dalassen, damit du auch nicht verpasst, wenn wir die weiteren Teile von Dresden und der Umgebung verbinden mit Schienen, Straßen,
später auch im Städtebau. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Bis bald. Ciao.